Also alle Patienten, die unbelastete Anamnese haben, also keine nennenswerte schwere Krankheiten in der Anamnese, dennoch aber eine laxante oder eine gedehnte Bauchdecke haben, eignen sich für die Operation eine Bauchdeckenplastik. Der Zeitpunkt, wann eine Bauchdecke chirurgisch eingegangen werden soll, ist dann, wenn das Idealgewicht erreicht worden ist, der Patient einen Body Mass Index hat, das in einem Normbereich liegt und möglichst Familienplanung dann auch abgeschlossen ist. Also grundsätzlich, als Folge dieser Operation ist eine Narbe, die sich von einer Hüfte über die Schampartie bis zu den anderen kontralateralen Hüften zieht. Die Narbe ist so zu legen, dass der Patient beim Tragen der Unterwäsche möglichst die Narbe verdecken kann. Die Narben sind grundsätzlich genetisch angelegt, wie die Narbe an sich zum Liegen kommt. So die Narbe, wenn sie dann gut gepflegt und spannungsfrei und möglichst dann postoperativ darauf zu achten, dass die auch spannungsfrei bleibt, wird sie so gut wie unauffällig und gut unter die Unterwäsche zu verdecken. Oft werde ich gefragt, wie der Nabel postoperativ aussieht. Und ich kann alle diejenigen beruhigen, die so eine Operation vorhaben, zu sagen, dass der Nabel zumindest genauso gut aussieht wie präoperativ und in manchen Fällen sogar auch angenehm und besser angelegt. In sehr ausgewählten und seltenen Fällen, auch nicht so selten und oft eigentlich postpartal, also nach der Geburt, kann es sein, dass sogenannte Diastase oder der Wanderung der Bauchmuskulatur entsteht, die dann intraoperativ bei einer Bauchdeckenplastik zusammengelegt und zusammengenäht werden müssen. Diese Aktion ist auch ein Bestandteil, nur in diesen Ausnahmefällen, einer Bauchdeckenplastik. Und das hindert den Patienten postoperativ und in späteren postoperativen Phase nicht in seiner Bewegung Ausmaß und auch im Ausüben des Sports. Direkt postoperativ muss ein bisschen mehr darauf geachtet werden, aber spät postoperativ nicht mehr. Eine Bauchdeckenplastik ist keine Hinderung für eine erneute Schwangerschaft. Man müsste aber eine Rekonvaleszenzphase von etwa 6 Monaten bis einem Jahr postoperativ einlegen, um dann eventuell eine Familienplanung neu zu bedenken. Oft werde ich gefragt, ob eine Liposuktion der Bauchdecke eine Bauchdeckenstraffung ersetzen kann. Man kann das auch simpel und einfach sagen, nein. Man kann die Liposuktion nur als eine additive Maßnahme zu einer Bauchdeckenplastik, und zwar keine exzessive, sondern nur eine bodyformende, so kleine Liposuktion dazu tun. Aber die Bauchdeckenplastik, wenn die Haut zu exzessiv ist und passt nicht mehr zu dem sonstigen anatomisch geformten Körper, kann eine Liposuktion eigentlich nur noch verschlimmern diesen Hautüberschuss, aber eigentlich für den Chirurgen noch eine bessere
Situation ergeben, wo er dann intraoperativ nur noch die Haut zu straffen hat. Ersetzen kann es nicht, als eine additive Maßnahme muss man von Fall zu Fall entscheiden. Mit einer Sensibilitätsstörung der Bauchdecke ist postoperativ grundsätzlich zu rechnen. Diese Taubheit verschwindet spontan nach einem Zeitrahmen von etwa 3 bis 6 Monaten. Die postoperative Rekonvaleszenzzeit und damit auch damit verbundene Arbeitsunfähigkeit geht von etwa 14 Tagen, abhängig von der Arbeit, die auszurichten ist, von etwa 2 Wochen postoperativ bis etwa 4 Wochen postoperativ. Grundsätzlich wird nach einer Bauchdeckenplastik nur Haut und darunterliegendes Fett entfernt. Damit ist mit einer nur geringen Reduktion des Gewichtes zu rechnen, maximal 1,5 bis 2 Kilo und minimal etwa 500 bis 700 Gramm.